Okay, was geht ab, Chat? Wir reagieren auf das neueste Video vom Luan. Ihr Vater hat sie angespritzt? Smash or pass? Frage, what the fuck? Okay, let's go. Ich hab die Überschrift jetzt erst gelesen. Ey, du Bärst, du kleiner fetter Hut. Und halt's Maul, bitte. Gleich bin ich. Ich frag mich auch immer, wo diese Mädels immer alle herspawnen, ne, Digga? Huda, die, der, Nadja. Immer wieder gibt's neuen Charakter, ne? Tot, aber nicht töter als deine Oma. Du redest wie so eine Schamutter. Ich frag mich, ob Feier den eigentlich korrigiert hat mit Töter. Da, du, da, da. Alter, du Black! Ey, guck mal, ich like ihn, aber du schneidest das raus. Ja, okay, mit Stolz. Mit Stolz, ich bin ein Taler hin, er juckt mich nicht. Ja, ich denke, ich an meine verstorbene Oma. Ich kann so Chat auspacken und du schickst mir Nudes, Nudes. Nudes. Leute und Schamutter, Nudes. Diese Nudes waren exklusiv, ja? Was geht, Leute? Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir Dienstag, morgen fliege ich in Urlaub oder fahre ich beziehungsweise in Urlaub. Und ich kann euch nicht ohne ein Smash or Pass rauslassen. Deswegen fangen wir an, filmen die Mädels. Hey, Bruder, ich kann mir das auch nicht mehr geben, Digga. Oder wohin fliegt der? Fliegt er auf ihrer Stirn? Was ist das für eine Landebahn, Digga? Wohin fliegt der jetzt? Weißt du, das ist jetzt schon der Urlaubsvlog? Da bist du vielleicht Spaß, aber Bruder, ich kann mir das nicht mehr geben. Film die Mädels und dann guck mal, was da kommt, Digga. Ey, guck mal bitte. Bruder, was ist das? Ey, was ist das? Was? Ja, Lorik, normal, ey, ich hab doch Spaß gesagt. Töbe, ist da. Ich nehm's zurück, Bruder. Walla, ich nehm's zurück. Ich entschuldige mich bei dieser Dame, da ich mich über ihre Stirn lustig gemacht habe, dass sie aussieht wie eine Fluglandebahn. Ich nehm's zurück. Dass Turkish Airlines ab und zu da parkt. Walla, ich nehm's zurück. Tut mir leid, sorry. Tschüss. Ich nehm alles zurück, dass wegen ihr der Urlaub nach Izmir Alac hatte 200 Euro teurer geworden ist. Ich entschuldige mich, weil ich wegen ihr keinen Notausgangssitz hatte. Und jetzt? Wallah, reiß, sorry, wallah, ich bin ein Hund. Es tut mir leid, Dame, wenn du das sehen sollst. Sorry, ich hab alles zurück, ich bin ein Hund, sorry. Die Jungs. Oh! Wallah, Billa, wer ist Impostor? Wer ist Impostor? Ja, okay, wir fangen an. Was geht? Nichts bei dir. Ja, auch nichts. Wer bist du? Ich bin doch Nico und ja, jetzt bin ich hier bei dir. Wer? Nico? Sieht aus wie ein Kenneck, Digga. Okay. Ich war schon mal in einem Video dabei. Wo soll ich anfangen? Links oder rechts? Oder ist mir scheißegal, die sind alle gleich aus. Hallo? Hallo. Wer bist du? Ich bin Alia. Okay, Alia. Okay. Wie findest du Dominik? Äußerlich. Ja, äußerlich, ja. Hübsch. Okay. Geht fit. Würdest du ihn smash? Nein. Warum? Der ist doch hübsch. Ja, so. Ich weiß nicht. Das ist nicht mein Typ. Aber du bist hübsch. Aber du bist nicht mein Typ. Okay. Was ist dein Typ? Ich weiß nicht. Ja, doch. So diese Nafris. So. Ja, mach in meinen Mund rein, Junge. Aber diese Nafris halt so. Checkst du? Ja, ja. Ja, Bruder, ich bin froh, dass sie mich gepasst hat, weil ich würde sie auch passen. Warum? Bruder. Ey, Junge, sag mal leise, nur weil ich pass gesagt habe. Was sagst du? Nur weil ich pass gesagt habe, gell? Bruder, du bist viel zu aggressiv unterwegs. Ich bin nicht mal aggressiv. Geh mal lieber dein Handy. So auch nein. Auf jeden Fall nein, aber sie ist eine Süße, aber nein. Wir gehen weiter. Hallo. Tschüss. Tschüss, Digga, wer ist das denn? Was? Hallo? Sternzeichen Unterarmritzen. Töbestafullah. Hallo? Ja. Wer bist du? Man kennt mich nicht. Ich hab keinen Namen. Okay, wie findest du? Ich schwör's euch, wenn ich manchmal an der Kasse, ich sehe manchmal an der Kasse Frauen, die sich die Unterarme ritzen oder so, ne? Und da voll die dicken Namen haben. Ich schwör auf alles, ich habe vor diesen Frauen immer riesen Respekt und passe immer auf, dass ich denen niemals zu nahe treten würde, beziehungsweise irgendwie die verletzen würde, Digga. Weil wenn sich das jemand schon mal angetan hat und sich irgendwie die Ader, was auch immer, ne? Also wallah, ich hab da voll Respekt und da muss man sehr, sehr sensibel mit diesem Thema sein. Deswegen Tischdistanz, also so zu diesem Thema, was ich gerade gesagt habe mit Unterarme, wallah, ich habe riesen Respekt davor. Und das wünsche ich keinem, das soll keiner machen. Also, wallah, fernhalten mit sowas, weil das kann sehr, sehr übel enden, Leute. Bist du Dominico? Dominico? Keine Ahnung, nicht mein Typ. Warum? Ja, keine Ahnung, weil. Weil? Ich habe einen anderen Typ. Du machst hier mit? Hm? Und du machst hier mit? Die steht ja bestimmt auf so Talahuns. Was? Die steht bestimmt auf so Talahuns, Junge, die Lachgas und sowas. Nee. Ich will gar keinen Talahun. Er ist ein Talahun, guck ihn dir an. Burberry Cap. Aber ich will gar keinen Talahun so sein für euch. Dann sei nicht. Schuck mich nicht, dann sei nicht. Du bist genauso wie deine Freundin. Okay, und jetzt? Soll ich heulen? Nein, Alter, aber ihr bekommt so keine Typen ab. So richtige. Ja, wir brauchen. Hör mal zu. Ihr wollt bestimmt so Jungs haben, die euch alles in den Arsch stecken: Auto, Mercedes und alles. Nein, guck mal, ich bin die.
Ich versuche noch, ich sag mal, herauszufinden, wer von den beiden cringer ist. Weil nicht nur das Mädchen ist cringe, auch der Junge, wie er redet. Also ich versuche das noch gerade zu... Ja, ich guck mal, ja. Ehrlich, ich hatte gar keinen Freund bis jetzt. Und also warum? Ich will nicht. Warum? Das macht mir Kopfschmerzen. Ich will keine Beziehung. Also wegen dem Typen Kopfschmerzen oder wegen dir Kopfschmerzen? Sei ehrlich. Oder sieht schon nach Kopfschmerzen aus. So, warum soll ich so meine Zeit verschwenden? So, wenn ich jetzt... Mein Nasib wird kommen. Okay. Er hat jetzt nicht gerade wirklich ein ernstes Nasib gesagt, ne? Und warum? Guck mal, wie sie schon redet. Körper ist gut, aber... Guck mal, nur weil du es bist, heißt, ich soll meine Redensart verändern, ja? Ich kann reden, wie ich will. Aber du redest asozial. Du redest wie so eine Schamutter. Warum, Alter, du Blöde? Schneidest du raus? Ihr schneidet das raus! Die redet wie eine Schamutter, ehrlich? Weißt du, als die Kamera noch aus war, bitte schieß nicht so und so. Stimmt das? Nein. Ah, Junge, bei Gott, guck mal, du trägst diese Burberry, jeder zweite trägt das, mal, bitte. Ich kann nicht mal richtig das aussprechen. Ja, na und? Geh jetzt heul! Walla, seid mal ehrlich, seid ihr gerade vor eurem Handy? Ihr seid bestimmt gerade so. Ihr guckt gerade zu Hause so. Aber seid ihr auch so mit Gänsehaut? Seid ihr so dieses so cringe? Seid ihr auch gerade so dieses so... Walla, also mir ist es gerade unangenehm. Ich schwöre, mir ist es gerade maximal unangenehm, das zu gucken. Ich gehe nicht schon. Guck mal, Walla, guck mal, Jogginghose, diese Dings. Ich will gerade nur wegen den Dings. Deutsche Passbeantrag AfD wählen, ne? Jeder soll es trinken. Du hast selber Jogginghose an. Meine, ich weiß nicht, in welchen Sumpf du rumgelaufen bist, aber meine sind noch sauber. Was mit ihr? Okay, mit ihr, sie ist eigentlich, sie wäre mein Typ, einfach nur so optisch, aber ich glaube, die hat auch nichts im Kopf wie die eine. Hast du gehört, was der gesagt hat? Ich wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, du hast nichts im Kopf wie deine Freundin. Ach so, egal, ich sag nicht. Die kann nichts. Der Unterschied zwischen den beiden Mädels ist, dass die eine auf jeden Fall sehr, sehr still, sehr ruhig ist und nicht viel redet, und dass die andere viel redet. Und dadurch können wir nur, daraus können wir nur entnehmen, dass wenn du weniger redest, cringe rüberkommst, Digga. Dass du dich nicht blamieren kannst. Deswegen sollte man da nicht so viel buzzeln, Digga. Sagen. Irgendwie. Das hat dieses Mädchen gut gemacht. Die Rede kommt. Die Angst, was zu sagen. Warte doch mal. Chill mal. Hallo. Hallo. Wer bist du? Weil sie auf Krampf die ganze Zeit was zu sagen und auf Krampf zu schießen und keine Ahnung, Digga, die wissen selber nicht, was sie labern. Du? Coco. 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 Coco 2939 Airlines, dear passengers, we are now 20 minutes in Ibiza, Spain, and please not get your belt and 20 minutes Pilot, Javi TV. Okay, Coco, findest du Domenico? Ist okay, aber nicht mein Typ. Warum? Nicht mein Typ. Wow. Warum? Die hat neulich noch gesagt, dass sie mit ihm in die Kiste steigen würde vor 5 Jahren. Was bist du, jetzt alle? Was laberst du gerade? Gar nicht. Du laberst so eine Scheiße, Digga. Ich kann so Schätze auspacken. Ich kann so Chat auspacken und du schickst mir Nudes nach. Chat. News. Leute, und diese Nudes waren exklusiv, ja? Hallo, wo ist der Typ jetzt hergespawnt? Von ihr an ihn gesendet. Und jetzt stehst du hier und sagst noch vor Kamera, dass es nicht so wäre, Digga. Wie fake bist du eigentlich? Ganz ehrlich, Digga. Schäm dich. Ich würde mal mit Kopf denken. Ja, mit Kopf hast du auch nicht im Kopf. Was machst du denn mit? Mit Kopf hast du auch nicht im Kopf. Kopf, gar nichts. Hier lügst du die Menschen an. Der kommt ein bisschen so rüber wie dieser GAY-beste Freund, ne? Aber privat schreibst du ihm 5-mal, ja, das Neppen, alles, tralala, die sollen in die Wohnung fahren, ich bezahle die Bus und alles, ja. Arschkart. Boah, der hat die einfach exposed. Wurdest du exposed? Hä? Die hat original keine Argumente mehr, die ist einfach, die kann einfach nach Hause laufen. Warte, stimmt das? Nein. Also wer solche Freunde hat, Digga, der braucht keine Feinde, safe, Digga. Du Lügner. Was hat die denn gesagt? Du Schuft, du. Was hast du gesagt? Dass du lügst. Wenn das Video draußen ist, mache ich einen Story. Wollt ihr jetzt weiter? Willst du was dazu sagen? Nein. Die ist eine ganz süße. Ich kenne sie, wir kennen uns so lange, wir waren zusammen in der Schule und die hat die ganze Zeit schon Crush auf mich, aber... Also Leute, es war alles nur Spaß. Leute, es ist 100% kein Spaß, weil was ich da gesehen habe, Digga... Schlag mich nicht, Digga. Ich kenne die zwar nicht, aber es ist Spaß. Vertraut mir. Vertraut Alia. Also gefällt dir keine von hier, oder was? Eigentlich gefällt mir von allen Girls so Maria am besten. Aber was du? Was soll das? Komm, wie abgefuckt die war. Die so, Toss, was? Wie los mit dem Namen? Ich hab gesagt, guck mal jetzt, guck mal, wie die guckt. Was du? Was soll das? Die so, boah.
Das war doch Spaß. Noch Bros, Mann. Ihr kennt euch nicht mehr, ihr seid Bros. Doch, wir also Maria. 10 Minuten. Maria, ja, am besten. Hi, alles schön. Ach, wer bist du? Adil. Adil. 19 Jahre alt. Woher kommst du? In Nähe Bad Vilbel. Welches Land? Bruder, warum redet er so? Land kommst du her? Woher kommst du? Welches? Ich sprich jede Silbe für Silbe aus, Digga. Land? Ich bin Landsmann. Ich bin Marokkaner. Und wo ist deine Ich bin Marokkaner. Balocken. Wo sind deine Locken, gell? Locken, aber... Balocken, geh mal nach hinten. Meine Haare haben bis rasiert, aber das ist die du... Was? Du, das ist jetzt deine Antwort, die du haben wolltest. Wo soll ich anfangen? Da oder da? Geht's dem Reh gut? Bei ihr? Ja. Ich soll ihn jetzt bewerten von A bis Z. Ja. Nicht mein Typ. Warum? Lass ihn aus. Nein, ich lach ihn nicht aus. Wie findest du ihn? Mein Spaß. Ist ein kleiner. Die hat einfach in 2 Minuten Stimme verloren. Junge. Der ist größer als du. Ist ein kleiner Junge. Komm mal her. Ali, komm mal her. Komm mal her. Wie alt bist du? 19. 90, ich bin 21. Du bist ein kleiner Junge. Halt deine Schnauze, bevor ich nach Frankfurt fahre und mein German Wings Boeing 790 auf deiner Stirn packe, du. Kleiner ey, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ey, Bruder, die ist 2 Jahre älter, vielleicht sogar 1,5 Jahre. Ey, Alter, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Mit 21 bist du immer noch ein Pampers-tragender Kacker. Ey, Alter, was labert die da? Bruder, kennt ihr diese Frauen, die einen Tag älter sind? Boah, ich könnte deine Mutter sein. Oh, kleiner Junge. Bruder, die ist selber noch klein. Ja, aber ich kenne dich noch vor meiner alten Schule. Oh. Wenn ihr bei... Hä? Was war das für ein Diss? Warum ist der jetzt so cool weggegangen? Hä? Bist du? 19. 90, ich bin 21. Du bist ein kleiner Junge. Ja, aber ich kenne dich noch vor meiner alten Schule. Oh. Hä? Ich hab diesen Diss nicht verstanden. Ist das neue Leute? Ist das so ein Slang? So dieses, ich kenne dich von meiner alten Schule? Wenn ihr bei Smash or Pass mitmachen wollt, schreibt mir... Captain Show, ist das wie dieses Schere? Ist das was Neues? Ich schwöre, ich hab's nicht gecheckt. Wallah, wie... Guck deiner... Ich äff deine Mutter eine oder du immer so. Ich kenne dich von meiner alten Schule. Und dann gehst du einfach. Walla, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Winster, mein Insta-Name ist hier irgendwo eingeblendet. Oh. Ja, ich kenne ihn, aber ich habe ihn fast nicht erkannt. Er soll mal seine Brille anziehen. Adil, komm nochmal. Deine Brille an. Komm nochmal her. Was? Das war in der Schule ein ganz kleiner Junge. Aha. Mit der Brille und Locken. Mit der Brille? Nein. Oh, Playboy! Mit der Brille? Ist er jetzt Smash oder Pass? Pass. Ey, beginn. Die Chefsche Pass. Wie findest du sie? Nicht so mein Typ. Warum? Ich sage ehrlich, die ist... Bruder, gab's auf dieser Schule jedes Fach außer Deutsch? Jetzt mal im Ernst, Digga. Nicht so mein Typ, weil ich die ich von meiner alten Schule kenne. Okay, wir gehen weiter. Wollt ihr ja bei mir anfangen? Nee. Ich glaube, ab der 7. man durfte einfach abwählen. Der hat Deutsch abgewählt! Hallo? Wo sind meine Kekse? Was denn? Wie findest du ihn? Ja, nicht mein Typ. Warum? Ja, weil er so alt aussieht. Keine Ahnung. Älter ist doch besser. 30? Ich weiß nicht. Du bist 30? Alt. Komm her. Ich sag, du bist alt. Du siehst sehr alt aus. 30. Oh, das ist... Guck mal, ohne Witz, ne? Dieses Emo-Mädchen, Töbe, sorry, die einfach schwarz gefärbt ist. Also schwarze Haare, schwarze Klamotten und, ne? Ihr wisst, die gerade geredet hat. Auch die andere, aber jetzt vor allem bei ihr habe ich das gemerkt. Guck mal, in diesem Alter, ne? Ich spule mal ein bisschen zurück. 30? Ich weiß nicht. Aha, guck mal jetzt. Du bist 30. Dieses Mädchen. Wisst ihr, was das Problem jetzt ist? Guck mal, Wallah, ich sag euch jetzt folgendes Problem. Warum sie so redet, wie sie redet? Warum sie so ist, wie sie ist? Und auch die andere, warum die so cringe sind? Meines Erachtens sehen die jetzt erstmal sehr jung aus. Ich weiß nicht wie alt, aber die sehen sehr jung aus. In diesem Alter sollte eine Frau sich nicht mit diesen Dingen beschäftigen, wie Gelnägel, Make-up, Haare geglättet, iPhone in der Hand, dies und das, Klamottenstil, freizügig. Ich mache bei solchen Videos mit, wo die eigentlich noch gar keine Reife für haben, gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben, wie sie sprechen müssen, wie sie sich geben müssen, blamieren sich, machen sich damit klein und keine Ahnung. Bruder, geht um die Uhrzeit, seid zu Hause, guckt Pro7, guckt irgendwelche Karate-Actionfilme von Jackie Chan auf, keine Ahnung, Bruder. Helft eurer Mutter und spielt mit irgendwelchen Dings, aber das ist die Menschen, die Generation, Walla, das hat sich so krass geisteskrank geändert. Dieses Mädchen weiß nicht, was sie macht. Sie weiß nicht, wie sie sich kleidet, sie weiß nicht, was sie tut, diese Funktion, die sie da hat, dieses Gelnägel, Haare, Make-up, sie weiß gar nicht, warum sie das tut. Sie geht einfach nur mit der Gesellschaft mit, so heute muss ich Nägel machen. Sie weiß nicht, warum sie es macht. Sie sagt einfach nur, es ist meine Aufgabe, es zu machen und mich der Gesellschaft anzupassen. Ja?
Und das schon in einem sehr, sehr jungen Alter. Und das ist Katastrophe, Bruder. Wallah. Komm her. Ich sag, du bist alt. Du siehst sehr alt aus. 30. Aber die sieht jung aus. Ja, keine Ahnung. Die sieht so aus wie 15. Würdest du sie? Würdest du? Sei ehrlich. Wallah, bin ich froh, dass ich in dem Alter mit 15, 16, 17, ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich habe so viel Randale gemacht. Bruder, wir sind rausgegangen, wir haben uns mit den Jungs getroffen, Fahrräder gefahren, Mülltonnen umgetreten, Schneeball gemacht, gegen Fenster geschmissen, abgehauen. Wir haben so viel Scheiße gebaut. Kiosk, kurzen Wasser geholt, Erfrischung, Wassereis. Bruder, auch mit 15, 16, 17, so in dem Alter, wir haben nur gechillt, wir haben Scheiße gebaut, so. Aber wenn ich sowas sehe, Digga, das... Diese Weiber ist alles gleich, Bruder. Snapchat, Scorepunkte, draußen, mit grau Joggi, Nägel, sich teuer geben, das machen, hier und... Flüster mir ins Ohr. Ehrlich? Sag mir ins Ohr. Sag mir ins Ohr. Ehrlich? Das ist nicht meine die ist auch nicht meine YouTuberin. Das ist nicht deine Typ. Was ist denn nicht was, YouTuberin? YouTuberin? Die ich kenne, die ist auch nicht mein Typ. Warum machst du überhaupt nicht? Wir können deinen Typ zusammen abkönnen. Was soll ich mal dran? Vielleicht bist du ja sein Typ. Also du würdest auch nicht. Nee. Guck mal, ich würde auch nicht bei Gott so aus dem irgendein Cousin so aus Pakistan bei Gott. Lern Deutsch. Du so aus wie 30. Du hast, guck mal, du hast gelacht, aber ich so, whoopa, Digga, ich weiß. Weißt du, sagen, wie du aussiehst? Du siehst so aus wie eine Mülltonne, die gerade der Ecke kommt. Guck mal, weißt du was? Warum redet der Junge aber so? Eine Mülltonne kann besser Deutsch als du. Wer hat gesagt, wenn man Lernschwäche hat, was für Wäsche? Ah, der Arme, der hat Lernschwäche. Wallah, miskin, der Arme dann. Besser als dir auch. Soll ich sagen, mein mehr Auftritt ist mehr wert als dein Gesicht komplett. Guck mal. Du trinkst so ganz normal basic Dings. Du kommst mit iPhone. Ja, okay, der hat was, Bruder. Der hat was, der Arme. Der hat auf jeden Fall irgendwas, Bruder, ne? So wie er gerade gesagt hat, vielleicht Lernschwäche, vielleicht hat er so ein Handicap, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, also, ne? Das berücksichtigen wir natürlich. Der kann nichts dafür, der Arme. iPhone ist langweilig geworden. Ich komme mit Samsung S23 Ultra. Oh, was ist denn hier los? Kommst du hier, Celine? Kommst du hier? Dankeschön für Wasserbombe. Hier. Oh, wie viel kostet der Gerät? Der kostet 1529 Euro. Guck mal, woher das ganze Geld? Guck mal. Mehrmals, wenn die sich Kleider kaufen. Wallah, woher kommt der Keks oder was ist die da? Guck mal, die kaufe ich aus mehrfach. Eine Kachbar genauso wie sie, fertig. Die kaut wie eine kleine Kaugummischachtel. Ja. Ich esse ganz normal eine Kaugummischachtel, wenigstens kann ich mir Kaugummi leisten. Guck mal, du hast... Selbst ein Esel kaut besser. Sag mir ja, guck mal, du denkst, du kannst nicht, ich nicht reich bin. Du bei sowas mitmachst, bitte lern Deutsch, Wallah, ich verstehe gar nicht. Lern du Deutsch. Ich hab deutsche Pass. Trotzdem kannst du kein Deutsch. Ich hab deutsche Pass. Wallah, wer hat dir deutsch Pass gegeben, Cousin? Ja und? Ich verstehe ihn nicht! Ich schon, ich verstehe ihn. Ey, Junge, warte, warum schießt du gegen mich? Ich schieß nicht gegen dich. Ich bin neutral. Weil du angefangen hast. Du warst die Erste. Guck mal, wo wir angefangen haben. Der ist süß, ja, Dame, der ist süß. Warte, nein, hör mal zu. Du hast angefangen, da hast du ihr gesagt. Ey, guck mal, erstmal den Keks fertig, ja? Und geh mal danach deine Haare waschen, Digga, mit deinen fettigen Haaren. Lass mein Bra in Ruhe! Das ist mein Bra, alle! Wie heißt du nochmal, Bro? Adi. Du hast Herz am rechten Fleck, oder? Ich dachte, der kennt den echt, Digga. Also, wie heißt du? Adi, maximaler Playboy, Bruder. Lass dich von der nichts sagen, Bruder. Die hat abgeranzte Air Max, Bruder. Die kann sich keine Air Max leisten und redet irgendwas von. Geil, hat die rasiert. Ich muss schlucken, warte. Muss schlucken, kannst du gut, gell? Schlucken kannst du gut, gell? Aber du musst Klappe haben. Hat dir schon mal jemand ins Gesicht gespritzt? Guck mal. Nicht ein normaler Junge, ihr Vater hat in ihr Gesicht gespritzt. Ja, dann. Hast du Imposter. Was er gesagt hat? Hast du gehört, was er gesagt hat? Nicht ein junger Vater. Leise mit deinen Zahnspangen, Thomas, guck mal, was für Schlappen du anhast. Bitte sei leise, Wallah. Guck mal. Du Millet, sind die sauber, nicht so wie deine. Red mal richtig, bitte. Der Model aus Afrika. Geh mal raus. Hey, zahlst du. So. Willst du wissen, wie du aussiehst? Wie gar nichts, weil du gar nichts wert bist. Oh. Woher kommt dieser Junge? Oh, mein Bra! Ich denke an meine verstorbene Oma. Hä? Ich hab nichts verstanden. Warum machen die alle Ohr? Genauso hässlich wie sie. Was?
genauso hässlich wie sie. Guck mal, deine Oma ist hässlich, bitte. Sag mal, Laisa. Der sagt, ja, genau deine eigene Oma ist hässlich, bei Gott. Ja, schon peinlich. Oh, Bruder, ey, guck mal, ich lag ihn, aber du schneidest das raus. Danke, Mann. Guck mal, der Man schlägt keine Mädchen, der Bra ist korrekt. Am meisten hässlicher. Aber Bruder, ich bin nicht hässlich. Der meint am Anfang, ich bin hübsch. Das ist halt Schweingerücht. Bruder, ich war stoned, deswegen habe ich das gesagt. Aber jetzt, ich bin nicht mehr stoned, du bist hässlich. War alles. Ey, er hatte Hoffnung am Anfang, weil er, der ist fast gekommen. Der hat am Anfang offen. Die redet der nicht so. Tamon, geh jetzt weg. Geh jetzt weg, wir sind hier bei Bewertung, nicht für Schreiterei, also verpiss dich. Hier, du sagst es. Wie viele Thanos-Anlage zu deiner Haut? Allah, ich will diesen deutschen Jungen, diesen Miskin, diesen kleinen, zerbrechlichen, dünnen, abgemagerten deutschen Jungen, Digga, will ich auf einen Stuhl setzen. Ich will den so, diese Dinger, tak, tak, Kabel an seinen Körper dran binden. Wallah, mit seinem Computer. Wallah, ich will den diagnostieren, ich will den analysieren, ich will schauen, warum ist dieser Miskin so? Warum ist er so, wie er ist? Wo fehlt Eiweiß in sein Gehirn? Wo ist was schiefgelaufen? Wallah, ich will den unter die Lupe nehmen. Wallah, ich will zu einem Therapeuten gehen mit diesem Jungen. Warte mal kurz. Du sagst mir, dass ich... Bro, das ist nicht normal, ne? Ich schwöre, das ist nicht normal. 100%. Glaubst du... Hier. Von nach Hause, Mama hat angerufen. Hier, du wohnst noch bei deiner Mutter. Bruder, der redet einfach in minus 0,25. Einfach in Zeit... Warte mal. Ich muss aber 1,5 eigentlich bei dir machen, ja. Ich wohne nicht bei meiner Mutter. Ja, aber deine Mutter hat gesagt, du sollst nach Hause gehen. Weil die... Der hat das Wort nach Hause kommen, wie im Marokkan, Arabischen, diese drei gemacht. Nach Hause kommen, ja. Kommst du her? Nach Hause kommen, ja. Ja, wenn die reden, du kannst. Ich bin 17, wie Rolf. Ja, du wohnst. Ist doch langsam Bettzeit für dich, wenn du 17 bist. Also halt, geh nach Hause, du tanzt an. Du bist 15, Junge, du bist 15. Bist ja, hast aber keinen Respekt. Komm, halt doch ein Viereck im Kopf, halt mal. Ey, ist das dein Typ? Nein. Warum? Wallah, ihr habt recht, nicht lachen. Stimmt, der Junge kann ja nichts dafür. Wallah, das ist der. Ich steh auf meine Landsmänner. Ist doch dein Landsmann. Ich bin kein Marok. Was bist du? Lass kurz überlegen, Wallah, was könnte die sein? Wenn die jetzt Türken sagt, springe ich aus dem Fenster. Könnte irgendwas Arabisches sein. Vielleicht noch Iran, Persisch, aber wo könnte alles sein? Libanon, ich weiß nicht. Ich bin Syrer. Syrer, Wallah, ich wollte gerade noch Syrer sagen, bei Gott. Ich schieße auf Palästinenser, aber so nach ist auch aber nicht so läuft. Also kommt ein bisschen wie diese Huda und diese Sonja rüber. Also das ist so eine Mischung. Das ist eine Tarahina. Ja, okay, mit Stolz, ich bin ein Tarahina, juckt mich nicht. Mit Stolz. Battle Pass Level 99. Tarahina Spawnrate 50%. Oft zu finden vor Frankfurt Maizeil, oder? Nein, aber guck mal, ich bin ehrlich, ich wohne hier 10 Minuten, deswegen bin ich hier. Okay, also bei ihm nein. Bei ihm auch nein. Und du? Ich sage ehrlich, weil die eine große hatte, gerade eben. Und hier, sag dir ehrlich, die hat gerade vorhin ein. Bruder, sag bitte einfach nein. Sag einfach nein. Große Fresse gehalten. Ja. Die kennt mich aber nicht, mache ich sie auswendig. Die muss ich kennen. Der sagt nicht, die kennt mich nicht mal richtig. Die kennt mich nicht mal richtig auswendig. Wenn man 250.000 auf TikTok hat. Oh! Patron! 250.000 auf TikTok hat, sorry. Wie viel hast du? 250.000 auf TikTok. Wie heißt du denn? Schokolade in ihrer. Nein, die hat nur Keks in ihren Ohren. Weil die gerade Keks gegessen hat. Das ist geil. Wie heißt du? Ich heiße Bailey. Bailey? Wo soll ich anfangen? Bailey Boy. Mach bei die Hübschen und das ist hinter der Kamera. Okay. Was sagst du? Kuckuck! Hat er gerade gesagt, mach bei der Hübschen und das ist hinter der Kamera? Nicht schlecht, Digga. Playboy-Land. Wie findest du Bailey? Bailey. Wie findest du ihn? Könnte man seine dreckigen Socken... Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, ist das gerade. Habt ihr das auch gehört, Leute? Mein Name ist Matthias Grumbel, Kapitän.
kriegen wird sie mein Kollege, der Stefan Lauf. Der gibt gerade neue Gewichte ein. 16.053 Kilo wiegen Sie in Ihr Gepäck. Ich verstehe es, Sie kommen aus dem Urlaub. Das Essen scheint auch ganz gut gewesen zu sein. Wo blieb drin? Ja, im Hinflug sind die Leute immer leichter. Das ist immer so. Gut, der Rest des Fliegers. Wechseln oder ausziehen. Ist das dein Typ? Nein. Smash oder Pass? Auf Kopf gefallen. Smash oder Pass? Pass. 1 bis 10? 0. Okay. Also zumindest ist ja ein 0 und die beide minus 10. Zumindest ist die hübscheste hier. Also aber immer noch ein 0. Hübsch, aber immer noch eine 0. Ja, weil die ist ein minus 10. Weißt du, was sie gesagt hat? Ja. Geh deine dreckigen Socken wechseln. Ja, alle geh die mal wachsen, dann reden wir weiter. Bist glatter als diese Spuren hier. Besser reden können. Immer besser reden. Sprich deine Wörter fließend raus, bitte. Sorry, wenn ich einen Zahnspange hab und es stört. Ach, stört. Ich hab grad gehört, du hast dein Handy verloren. Würdest du sie Smash oder Pass sagen? Pass. Warum? Die war doch hübsch. Die ist nur die hübschste von hier, aber immer noch. Nicht dein Typ, was ist dein? So blonde Ausländer. So. Was? Wenn sie ihre Haare auch mal geduscht hätte. Ich war schwimmen, ach du Scheiße. Rede doch mal. Ja, was denn? Wie findest du Bailey? Nicht mein Typ. Warum? Weil was gefällt dir nicht? Ich stehe nicht auf Blonde. Was gefällt dir nicht? Keine Ahnung. Gefällt dir gar nicht? Nein. Tot. Du bist tot. Vielleicht bin ich tot, aber nicht töter als deine Oma. Da, di, da, da. Oh, oha. Kann besser schießen als dein Vater. Oha. Weil wohl kann er nicht in dein Konto schießen, der kann nur daneben. Oha. Ich glaube, seine Eltern haben den nicht erzogen, deswegen juckt es den nicht, ob jemand seine Eltern beleidigt, deswegen er ist unerzogen. Was? Was? Ey, der hat egal, nix. Sag. Was sagst du zu Bailey? Aber weil er so. Der. Guck mal, am Anfang warst du korrekt, ja, sag ich ehrlich. Aber danach warst du auch ein bisschen frech. Aber du bist generell nicht manchmal. Aber einfach warst du korrekt, du Allah, aber jetzt bist du nicht mehr korrekt. Mann. Das ist nicht dein. Wenn Kamera an ist, bin ich immer gottlos. Was? Wenn Kamera an ist, bin ich immer gottlos. Ja, Fame geil. Bist du Fame geil? Wallah sogar. Bist du Fame geil? Nein, ehrlich, bist du Fame geil? Ja. Fernstamm ist geil. Echt? Ansonsten ist man nutzlos und ein Opfer. So wie ich. Ey, Wallah, Thomas, bitte halt. Bitte, Wallah. Zumindest sehe ich nicht wie eine obdachlosen Tochter aus Land. Obdachlose Tochter, Junge. Stimmt, deine Mutter hat dich rausgeschickt, weil sie keinen Bock mehr auf dich hat. Er ist halt nach Hause ins Bett. Ja, deswegen hat mich meine Mutter eben gerade angerufen und meinte, ich soll nach Hause kommen, gell? Junge, du hast keine Eltern, Wallah, du chillst hier, warte, wie viel Uhr? Bruder, geh mal nach Hause, bitte, Wallah, haben deine Eltern dir nichts beigebracht. Sorry, Anne. Ja, guck, du nennst mich sogar Mama. Ja, weil du hoffst, dass du ein... sorry, Anne. Mutter bist du, aber bist du nicht. Ja, ich hoffe nicht, dass ich eine Mutter bin, sonst würde ich längst haben, aber ich bin alhamdulillah noch Jungfrau. Nur Allah weiß das. Ja, dann weiß ich das. Ulan Thomas. Nicht, dass du Jungfrau bist. Warum? 1000 Kilogramm Make-up, wo warst du denn? Ey, scheiße, du hast Make-up, du bist keine Jungfrau mehr, weil du Make-up hast. Ja, oh mein Gott, Junge, deine Mutter schminkt dich doch auch, deine Schwester doch auch, Junge, hä? Sie auf alle auch keine Jungfrau mehr. Meine Schwester ja, aber meine Mutter nicht, weil sie schön genug ist, die braucht kein Make-up. Das hast du süß gesagt. Sorry, aber ich wollte gegen mich schießen, aber das war sehr süß. Ich sag dir ehrlich, du kannst... Deutsch, nicht Afghanisch. Du sagst, du bist noch Jungfrau. Ja, ich weiß warum. Weil du keinen richtigen Mann findest, weil du immer heuchst, wenn du zu Hause bist. Sicher, also ist ja nicht so, dass Jungs heutzutage Körper wollen und Mädchen meist... Oh, noch nicht 17 Jahre, wen soll ich denn finden, Alter? Du sagst zu mir, ich finde keinen Mann. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach einem Mann. Leute, guck mal, wie nah die schon hier stehen. Ich glaube, hier entwickelt sich gleich was. Sag mir nicht, dass du lesbisch bist. Man muss doch nicht immer einen Mann suchen. So, wenn man jemanden sucht, dann ist halt nicht der Richtige. So, Nasib kommt von alleine, bei Gott. Okay, mach mehr an mein Gesicht. Nicht, weil die nicht jemanden will, weil die... Jumt, wer sie? Ach, komm, durch. Was war das denn? Was? Es kann einfach keiner noch richtig reden, Digga. Ich liebe den Deutschen. Alleine, bei Gott? Okay, mach mehr an mein Gesicht. Nicht, weil die nicht jemanden will, weil die. Jumt, wer sie? Ach, komm, du bist du kleiner, fetter Hut. Und halt's mal. Meine Mutter nicht zu Sperma. Sperma-Krankenknochen, um dich zu bekommen. Halt mal deine Zahnspange, fällt gleich raus, wenn du redest, bitte. Ja, aber wir beide gibt auf Mutter. Ja, ich bin schon auf Mutter gegangen. Du kleiner Spaß, wann kommen deine Zähne aus dem Knast? Hat's sogar gereimt. Ich glaube übernächstes Jahr. Übernächstes Jahr. Ach du Scheiße. Mal gehst nach Istanbul, Haare verlängern. Mach mir ein... Haare verlängern. Hä? Ja, aber mach mir einen Gefallen.
Boah, der Tobias, der muss einmal Haartransplantation sagen, Digga. Ich glaube, seine Zahnspange würde wirklich abfallen bei diesem Wort. Red 1,5 Jahre nicht mehr, bis deine Zähne aus dem Platz rauskommen. Dann geh du Thanos-Anlage. Aber ich rede weiter. Nicht Straßenanlage. Taunusanlage, hä? Das ist bestimmt dein Zuhause. Würde mich nicht wundern. Ey, ich wohne von hier 10 Minuten. Sag Taunusanlage. Guck mal, du wohnst da hinten bei dieser Mülltonne da. Abwache, tief. Da, wo die Leute Drogen verteilen. Bruder, immer noch Deutsch. Komm mal runter, Deutsch. Bruder, du als Deutscher redest nicht mehr Deutsch. Das ist ein Idiot. Was? Red nicht so mit mir. Was bin ich? Ein Kalb. Ich bin ein Kalb, Leute. Ich bin kein Kalb, ich bin Kalb. Ja, Kalbfleisch ist gut. Man muss nicht gut aussehen oder für ein Mädchen hübsch aussehen. Aha. Man muss nur schlau sein und nicht so viel labern. Man muss einfach nur... Und man muss bisschen Deutsch können. Er macht das. Ich sage ehrlich, man muss, wenn man ein Mädchen findet, hübsch aussehen oder... man kann auch hässlich aussehen. In German, please. Hässlich? Hässlich wie deine Frisch. Hä? Hässlich wie deine Oder hässlich, hat er gesagt. Er hat hässlich gesagt. Er meinte hässlich. Er meinte nicht tschechisch, hässlich. Ja, aber ich rede nicht, was er meint, so wie er gesagt hat. Mann. Wenn man nicht schön vom Außen ist, ist man schön vom Innen. Wenn man schön vom Außen ist, ist man hässlich innen. Ja, guck mal, du bist beides. Du bist beides innen und außen hässlich, bei Gott. Boah, du bist kälter als mein Oma unter der Bohnen. Er geht immer auf seine Oma. Was? Du bist kälter als was? Hässlich, bei Gott. Boah, du bist kälter als mein Oma unter der Bohnen. Er geht immer auf seine Oma, hä? Wieso disst du deine eigene tote Oma? Ich hab die nie gekannt. Ich meine nicht meine echte Oma, ich meine meine Stiefoma. Ey, bitte sei mal leise, Thomas. Dein Vater ist Milch holen, gell? Sei mal leise. Zumindest kann er Milch leisten. Ja, okay, mein Vater ist trotzdem bei mir, gell? Ja, für das du weißt, ist mein Vater Businessman und hat seine eigenen Firma, nicht so wie deine. Wie heißt die Firma? Ist in England, Brighton, kennt ihr nicht. Kennt ihr nicht? Ja, was soll ich sagen, hä? Sanki, mein Vater ist... Das war gerade wie ein kleines Kindergartenkind, weil die... Leute, das war's mit dem Video. Das war sehr chaotisch. Ich habe selber nicht mal richtig zugehört. Du Armer, jetzt musst du duschen gehen. Keiner hat seine Perle gefunden, aber egal, vielleicht beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Okay, das war's endlich mit dem Video. Ich kann nicht mehr, Bro. Ich hab fast einen Knacks bekommen, Digga. Das war's. Ciao.